Hört ja einer zu, mach das mal, dass das kommt. Ja, aber das wäre Ansonsten gut. Ja, auf jeden bedanke ich Fall. mich Da schon. haben wir ja in 101 genau dieselben Probleme gehabt. Das haben sie jetzt Gott sei Dank zumindest bei Foot geändert. Sehr Aber schön. jetzt kommen wir hier mal zum Spiel, weil es geht jetzt nämlich los. Und Sehr deshalb gut. Ich verabschiede mich, wünsche allen viel Spaß und Petkus, wir hören uns auf jeden Fall spätestens in der nächsten Saison. auf jeden Fall. Bis dahin, Alles dir noch klar. einen schönen Abend. Und Tschüss. ciao, wir kommen hier zum User Spiel disconnected und from zwar meeting. die Royal Aces gegen Secret Skills. Secret Skills in grün von rechts nach links und die Royal Aces im Pokalfinale von links nach rechts in rot. Und wir können gespannt sein, wer hier dieses Pokalfinale gewinnt. Kein BO3, kein Best of Two. Nein, es ist ein Match, das hier über den Sieg des Pokals entscheiden wird. Beide Teams im Halbfinale große Namen rausgeschmissen. Secret Skills konnte sich gegen Insomnia durchsetzen und Royal Aces gegen All Stars United. Jetzt erstmal Abstoß hier für die Royal Aces, die durchaus auch eine wirklich ordentliche Saison gespielt haben. Ja, da haben sie mal ein bisschen Glück, kommt da durch. The G, Tony mit dem Abschluss. Und Ritz hat ihn erstmal. Was ist das denn? Da stehen sie komplett blank, treffen das Ding aber nicht. Der Ball geht ins Aus. Abstoß für Secret Skills. Uiuiui, da geht es aber von Anfang an hier richtig zur Sache. Kriegt dann erst gehalten, dann wieder ein Durcheinander und dann stehen sie komplett blank. Die Jungs von Royal Aces da vorm Tor. Aber Secret Skills. Ja, gut den Ball geholt, schön in die Mitte gespielt. Bay mit dem Abschluss und Sami macht das richtig gut. Macht die kurze Ecke dicht, aber der Ball nochmal zur Ecke. Möglichkeit für Secret Skills hier. Kurz ausgeführt, direkt weitergespielt, nochmal in die Mitte und dann ist Sami da. Richtig gut von Sami, das war richtig wichtig. Der Abstoß kommt auch an und oben läuft The G. Aber The G kann ihn nicht weiterleiten. Nochmal rausgeschlagen. Landet wieder bei den Aces. Kerem, Jackson in die Mitte auf The G. The G versucht nochmal in die Mitte zu spielen. Klappt nicht. Und dann können sie sich doch nochmal befreien. Also die Royal Aces hier von Beginn an wach. Haben viele Aktionen im Strafraum schon innerhalb der ersten 10 Minuten, aber auch Secret Skill schläft nicht. Nach der Ecke wurde es auch richtig gefährlich. Jetzt kommt nochmal der Win. Mané, Sami wieder da und Fonte holt das ganze Ding nochmal vor der Linie. Royal Aces kann wieder aufbauen. Über links, über The G. Er treibt den Ball die Linie entlang, wird nicht richtig attackiert, wird nur von hinten angegangen, von vorne fehlt's. Gute Flanke, Möglichkeit, aber Ronaldo ist dazwischen. Und dann gibt es hier einen Freistoß. Also Royal Aces drückt, da muss Secret Skills zusehen, dass sie ein bisschen diesen Druck weichen können, dass sie dort etwas dagegen tun, selber in die Offensive gehen. Früher attackieren. Bale mit der Flanke. Die Möglichkeit und wieder Sami mit einer Riesenparade. Also der macht auch einen Riesenjob. Dort im Kasten der Royal Aces. Unglaublich. Immer wieder Sami, der hier mit Glanzparaden kommt. Wenn Secret Skills schon nach vorne kommt, dann kriegen sie auch richtig die Chance. So gut wie die Royal Aces vorne sich verkaufen, so instabil scheint die Defensive momentan zu sein. Mané, jetzt der G dazwischen. Spielaufbau, Kerem. Und dann der G. Man muss dazu sagen, dass Secret Skills hier mit einem Sieg den ersten richtigen Titel in der FVPA holen kann. Die Royal Aces haben schon die ein oder andere Meisterschaft hinter sich. Auch mal den Pokal gewonnen. Nochmal der lange Einwurf.
Kommt nicht an. Stark geholt hier von Maggio. Jackson bleibt im Ballbesitz. Jackson und Ritz im Tor des Secret Skills. Auch hier wieder mit einer guten Parade. Die Torhüter machen hier auf jeden Fall den. Oh, nochmal die Möglichkeit. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen raus. Kam etwas. Kam eine Nachricht. Da muss ich im Moment drauf schauen. Tut mir leid. Kerem. Jackson. Gerät. Sehr gut. Nochmal aufgebaut. Ja, Penta Alaba kommt dazwischen, aber kann das nicht richtig klären. Und dann ist Kerem da, der im zentralen defensiven Mittelfeld hier momentan einen guten Job macht, zusammen mit Maggio. Maggio scheint hier etwas den offensiveren Part zu übernehmen. Kerem ist defensiv immer wieder am Start, holt dort immer wieder den einen oder anderen Ball. Jetzt ist Kerem auch mal in der Offensivbewegung mit dabei. Jackson, gut gespielt. Toni mit dem Abschluss und dann kommt der Ball und Fritz wieder mit der Parade. Da steht er genau richtig und dann reagiert er auch noch richtig stark. Möglichkeit über die Ecke für die Royal Aces. Lay wieder raus. Also beide Mannschaften mittlerweile hier in der Offensive mit guten Aktionen. Immer wieder in der Vorwärtsbewegung kaum zu stoppen. Wiederum in der Defensive auch beide ein wenig instabil. Kriegen dort nicht richtig Druck drauf. Können sich nicht frühzeitig befreien und lassen auf beiden Seiten eben dann auch große Torchancen zu. 30 Minuten gespielt und wir sehen hier ein richtig starkes Spiel von beiden Teams. Der Ball geht raus. Und Aces erstmal wieder in Richtung gegnerisches Tor, aber der Ball landet im Aus. Lorenzo mit dem Einwurf. Kommt lang. Der Gerät kriegt ihn nochmal nach vorne. Aber diesmal abgefangen von den Royal Aces. Kerem, Toni. Kerem, aktuell die zentrale Schaltstation. Wird immer wieder in der Mitte gesucht. Muskel, Ronaldo, Bale. Ja, machen sie schön. Dann dauert das ein bisschen zu lange und dann sind die Jungs von Royal Aces da. Maggio. Hinter Alaba. Mané dazwischen. Kann diesen Ball auch behaupten. Sehr gut gemacht. Sehr gut direkt wieder drangegangen. Und jetzt nochmal die Royal Aces. Über Kulfa. Der Abschluss. Und da ist der Treffer. 1:0. 0:1. Secret Skills geht hier in der 42. Spielminute in Führung. Schöne Kombination. Und dann nimmt er sich mal ein Herz und schließt ihn ab ins Kurze. Damit hat der Torhüter nicht mehr gerechnet, der bis hierhin wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Und Secret Skills führt hier also in der ersten Halbzeit mit 1:0. Nochmal lang raus. Der G erstmal dazwischen. Vier Minuten Nachspielzeit hier. In der ersten Halbzeit die Aces nochmal mit dem Einwurf, nochmal mit der Möglichkeit hier in Tornähe zu kommen. Ach, stimmt gar nicht. Secret Skills kriegt den Einwurf. Ich dachte, die haben den so weitergeleitet. For the win, der Chip in die Mitte kommt nicht an, aber sie bleiben im Ballbesitz. For the win. Immer noch for the win. Der Abschluss. Und der war auch nicht ungefährlich. Da kam der Ball ein wenig zum Springen und dann konnte er nicht richtig unter Kontrolle bringen. Schließt aus der Luft ab. Landet am Tor. Daneben Sami. Fonte macht das gut. Und Lippi. Auf den Außen. Also von den Chancen her recht ausgeglichen. Beide geben sich nichts momentan. Aber es steht 0:1. Secret Skills
Secret Skills führt. Die Royal Aces müssen was tun, um hier zumindest erstmal in den nächsten 45 Minuten auszugleichen. Sehen es hier ein 4-3-3 halten gegen ein 4-2-3-1. Beide Formationen haben ihre Vor- und Nachteile. Jetzt erstmal die zweite Halbzeit mit dem Anpfiff. Royal Aces jetzt von rechts nach links. Secret Skills von links nach rechts. Und erstmal Secret Skills jetzt mit dem Ballgewinn. Pulfa, der Torschütze zum 1-0 gegen The G. Der blockt das Ganze erstmal. Ball landet im Aus. Einwerfer kommen, Florenzi soll es machen. Er wird ihm wohl lang die Linie werfen. Ja, täuscht das Ganze an, macht das sehr gut. Nimmt Kulfa mit und er versucht mit einem Seitenwechsel. Der kommt nicht an und hier wird Sami bei den Royal Aces mitgenommen. Der versucht mit dem langen Ball nach vorne. Und Lay ist erstmal da. Ronaldo mit dem Fehler. Toni mit der Möglichkeit, den Aufbau schnell zu machen, aber der gerät dazwischen. Bale for the win. Und dann ist wieder ein Aces-Spieler dran. Sie kriegen sogar den Einwurf. Kommt lang. Aber Lay passt wieder sehr gut auf und der Ball landet wieder im Aus. Bonze macht sehr langes Ding. Wieder Lay. Der macht hier gerade, was die hohen Bälle angeht, einen richtig guten Job. Aber kleiner Fehler. Toni in die Mitte. Kerem, der Ball. Und dann ist wieder Tritz da. Lenkt ihn zur Ecke. Möglichkeit für die Aces hier über einen Standard zu kommen. Bin ich gespannt, ob sie es kurz machen. Sie machen es kurz. Lippi mit der Flanke und die Möglichkeit. Haben auch hier nochmal geblockt. Nochmal die Aces. Nochmal mit einer Ecke. Flanke kommt. Weitergeleitet. Johnson geblockt. Nochmal und auf der Linie. Florenzi holt den Ball hier von der Linie und bringt ihn ins Aus. Nochmal Einwurf für die Royal Aces. Sie sind am Drücker. Sie wollen hier den Ausgleich. Lippi, Toni. Flanke kommt. Wird geblockt. Nun die Möglichkeit für Secret Skills, jetzt mal den Konter anzusetzen. Der lange Ball kommt und der kommt auch an. Bale, Bale gegen Fonzi. Bale ist immer noch am Ball. Fonzi kommt da nicht richtig dran. Jetzt muss Kiele in die Mitte gespielt auf Mané. Durcheinander, Zambi ist dran. Jetzt können sie sich befreien. Royal Aces nochmal über Toni, Marchio. Sehr guter Aufbau. Jetzt ein bisschen Platz im Mittelfeld. Dauert zu lange und dann sind die Jungs von Secret Skills schon wieder dran. Marchio kann auch den nicht behaupten. Und Florenzi macht erstmal alles richtig und schlägt den Ball raus, um da nicht irgendwie in eine Kontersituation zu geraten. Also die Aces sind gefragt und sie tun auch was dafür, hier den Ausgleich zu machen. The G mit einem sehr guten Ballgewinn. Toni versucht den Ball auf die Außen zu bringen. Funktioniert nicht. Ronaldo dazwischen. Und es gibt Vorteil. Lippi auch hier wieder mit einem sehr guten Job. Royal Aces momentan mit frühen Ball gewinnen. Jetzt kommen sie nochmal von außen. Sie müssen nur diese Chance nutzen. Lippi gut gestoppt. Ball in die Mitte kommt nicht. Gerät schlägt ihn wieder raus. Secret Skills versucht jetzt erstmal zu verwalten. Hier den Gegentreffer nicht zu kassieren. Schlagen immer wieder lange Bälle raus, damit da keine gefährliche Situation entsteht. Zambi nimmt Sami hier mit, gibt ihm den Ball per Kopf. Und der versucht nochmal über die Außen. Der kommt nicht an und wieder Bay jetzt für Secret Skills. Wird von Marchio angegangen. Einwurf. Gut 70 Minuten gespielt. Secret Skills führt und Secret Skills kommt mit For the Win. Fonzi geblockt und der lange Ball nach vorne. Kommt nicht an. Bisschen hektisch jetzt das Ganze hier auf beiden Seiten. Auch Royal Aces möchte natürlich keinen zweiten Gegentreffer kassieren. Macht es dann auch mit lang rausgeschlagenen Bällen lieber sicher. Marchio jetzt mit dem Aufbau über Toni. Kerem, unsauber. Secret Skills dazwischen. Mané
Kulfa, Kulfa, das dauert zu lange. Und Schiedsrichter gibt hier Freistoß. Da hat er Glück, dass er den Ball nicht einfach an die Royal Aces abgibt. Viel Zeit, noch eine gute Viertelstunde, um hier einen Sieger zu ermitteln. Oh, Macho mit einem guten Ball auf Lippi, aber wieder Lay dazwischen. For the win, Bale mit einem sehr guten Dribbling, wird aber direkt von drei Mann angegangen und sie ziehen hier das Foul. Die Möglichkeit für Secret Skills hier nochmal über einen Freistoß vielleicht was zu machen. Meter Distanz. Wird kurz ausgeführt. Kerem direkt dazwischen. Maggio erstmal wieder geblockt. Toni unsauber. Kulfa. Und wieder Lippi, aber Secret Skills bleibt hier im Ballbesitz. Einwurf für die Jungs in Grün. Lassen wieder 9 Einwerfer kommen. Sehr spannend momentan. 12 Minuten. Dünne Führung hier für Secret Skills. Royal Aces mit einer starken Anfangsphase und dann nach dem Einwurf. Manni, da steht er komplett blank. 0-2 und jetzt wird es richtig schwierig für Royal Aces, hier dieses Ding nochmal zu drehen. Nur noch 10 Minuten Spielzeit. Secret Skills ist hier drauf und dran, ihren ersten FVPA-Titel zu holen. Sambi. Sambi auf Toni. Toni mit dem Abschluss. Strix ist wieder da. Eckball für Royal Aces. Noch kein Eckball. Abseits war es. Abseits war es vorher. Da werden sie sich ärgern, die Jungs von Royal Aces. Nach dem Einwurf unsortiert. Und dann gibt es direkt das 2-0. Hinterher. Langer Einwurf. Moshi, Sami ist da. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Wenn sie in den letzten 10 Minuten nochmal was reißen wollen, dann müssen sie sich was einfallen lassen, dann müssen sie jetzt alles nach vorne werfen. Kerem, Kerem und Tritz ist wieder da. Nochmal vielleicht die Möglichkeit. Aber erstmal geklärt. Secret Skills, Ballverlust. Jackson, nochmal auf die Außen. Lippi, Ronaldo ist dran. Sehr starke Defensive. Jetzt gerade gegen Ende dieser zweiten Halbzeit stehen sie sehr stabil. Die Jungs von Secret Skills, Kulfa. Mané for the win. Versucht nochmal den Chip in die Mitte. Nochmal, das könnte die Entscheidung sein. Aber er kriegt keinen Ruck dahinter. Und Sami nimmt den Ball auf. Nochmal lang raus. 89. Minute. Gut eine Minute plus Nachspielzeit, die hier gleich angezeigt wird. Kerem nochmal. Kerem versucht über die Außen. 4 Minuten. Das sieht sehr nach dem ersten Titel von Secret Skills aus. Und sie machen das hier sehr gut. Ein grundsätzlich ausgeglichenes Spiel mit einem momentan besseren Ausgang für Secret Skills, weil sie ihre Chance nutzen, weil sie 2 Fehler der jeweiligen Defensive ausgenutzt haben. Sami nochmal, jetzt geht er mit nach vorne, treibt den Ball nochmal lang und weit. Lay ist wieder dran, der immer wieder diese hohen Bälle bekommt. Jackson, Toni, Zambi, nochmal Jackson, der Abschluss wird geblockt und es gibt nochmal Ecke. Sieht nicht gut aus für die Royal Aces. Viel Zeit ist nicht mehr. Flanke kommt, wird nicht weitergeleitet. Bale kann das Ganze klären. Nochmal lang nach vorne. Oh, Ritz mit dem Kopf. Jackson nochmal in den Strafraum. Aber Boa ist jetzt da, klärt das Ding und dann gibt's den Abpfiff. Und wir haben hier den Pokalsieger. Er heißt Secret Skills.
0 zu 2 die Partie und wir sehen es hier in der zweiten Halbzeit etwas Übergewicht, vor allen Dingen am Anfang für die Royal Aces, aber die Jungs von Secret Skills machen hier in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf. Ansonsten würde ich sagen, sehr ausgeglichen diese Partie.